Läuft. Hallo. So, ich gehe mal runter. Und entschuldige mich erstmal dafür, dass es schon wieder so lange gedauert hat, bis ich ein Video mache. Das Ding ist einfach, dass es auf YouTube so eine doofe Regel gibt, dass Nacktheit halt nicht so gern gesehen ist. Und ich hier halt eben... Also jetzt im Moment ist es was kühler geworden. Jetzt laufe ich gerade mit Klamotten rum. Aber eigentlich habe ich die letzten Wochen wirklich... die ganze Zeit hier nackt gearbeitet und rumgelungert und habe das einfach genossen. Und habe mich dann halt eben nicht dabei gefilmt, wie ich hier irgendwelche Sachen gemacht habe, wie zum Beispiel den Rasenmähen oder den Pool machen. Der Pool ist halt eben so ein bisschen das Problem gerade, weil der pH-Wert nicht so richtig stimmt und wir den irgendwie nochmal wieder richtig eingestellt bekommen müssen. Schaffen wir aber, ist kein Problem. Ja, und dann, seht ihr schon, da hinten rumhoppeln, habe ich 4 kleine Kätzchen ins Team bekommen. Das ist die Do. Die Do ist irgendwie so wie so mein kleiner, guck mal, wie so mein kleiner Schatten. Die läuft mir hier überall hinterher. Ja, hier ist mein Hängemattenplatz. Guck mal, da ist die Mie. Da ist die Mie. Und irgendwo da hinten sind die Hühner. Die habe ich heute bekommen. Eine Glucke mit 2 kleinen Küken. Und mehr haben wir nicht gefangen bekommen. Werden aber die nächsten Tage noch mehr. Mal schauen, ob ich die anderen Katzis finde. Die hängen halt auch die ganze Zeit eigentlich bei mir im Wohnzimmer rum. Hier ist nochmal die Mie. Ja, Mie war doch gerade raus. Ja, dann ist das Mie. Reh und Mie sehen halt... Hier ist meine Terrasse. Ne? Da ist, wie der Detlef letztens schon sagt, die bringt haufenweise Mulch. Das ist prima. Nee, da ist Mie. Dann ist das doch Reh da hinten. Das ist wieder die Do. Wo ist denn die Fahr? Da hinten in der Ecke. Da unterm Sofa. Willst du nicht in die Kamera gucken? Guck mal in die Kamera. Mi. Guck mal. Guck mal. Ja. Soweit. Ja, dann habe ich noch hier voll toll diese Tagine bekommen gestern. Habe ich noch nicht gespült. Werde ich nachher noch mal benutzen. Spüle ich sie davor. Ja, so sieht's aus im Moment hier. Mal ein kleiner Zwischenbericht hier. So, wenn wir schon wieder mit dem Daumen kriegen. Es ist einfach schön hier. Ich weiß einfach nicht, wie ich beschreiben soll, wie schön ich es hier finde. Und wie zu Hause ich mich hier fühle. Es ist halt eben so seit 4 Jahren eigentlich das erste Mal, seitdem ich die Serenity nicht mehr habe, dass ich mich irgendwo so richtig, richtig zu Hause fühlen konnte und meine eigenen 4 Wände hatte. Ja, das war jetzt halt in dem Peacemaker, war das halt natürlich auch 5 Wochen gegeben, aber da habe ich noch nicht so richtig die Zeit gehabt und wusste ja auch, das geht jetzt hier auf die Finca. Mich da quasi einzuleben. Und das hat ja jetzt auch die Kara gemacht, das passt ja auch irgendwie gerade wesentlich besser. Und das Wetter ist im Moment nicht ganz so sonnig. Wir haben die letzten Tage auch wieder ein bisschen mehr Gewitter gehabt und sowas. Ich versuche die ganze Zeit noch die Hühnis da irgendwie auszumachen, aber die sind wahrscheinlich auch schon langsam. Haben die sich wahrscheinlich schon Platz zum Schlafen gesucht. Sonne geht gleich unter. Ja.
Ja, und ich freue mich. Ich freue mich einfach. Bin immer noch so dankbar. Ja, Grüße gehen raus an alle. Ne? Und ich denke mal, dass ich demnächst wieder ein bisschen mehr zeigen werde, weil es ist ja jetzt nicht mehr so warm. Ich werde nicht mehr so viel nackig rumlaufen. Passt halt schon. Und ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Tschüss. Also hier mit, ne?